soweit ich mich erinnern kann, haben sich wirklich nicht unterschieden zwischen heute, ne? Braut in Weiß, der Bräutigam im schwarzen Anzug. Zu der Zeit war es dann noch üblich, dass der Bräutigam auch einen Zylinder trug, also es war ein bisschen steifer und die Gemeinschaft war festlich gekleidet. Aber da glaube ich, hat sich außer der Kleidung nicht viel geändert in der Zeit. Auch in weiß und langes weißes Kleid und Schleier, weißen Schleier und ja, mehr nicht. Und die Männer damals, als sie noch Soldat waren, hatten sie immer ihre Extra-Uniform an, als Soldaten. Da brauchten die keinen Frack oder Smoking. Ja, das Brautpaar ging am Vormittag zum Standesamt. Am Nachmittag, das war in der evangelischen Kirche so üblich, fand dann in der Kirche die Trauung statt. Und von der Trauung ging es dann in die Wohnung, wo eine große Kaffeetafel gedeckt war. Und das Brautpaar, aber auch die Gäste, fuhren überwiegend in Kutschen vor. Es handelte sich um pferdebespannte Kutschwagen. In Elbing war ein sehr hübsches Standesamt. Das war alles in Weiß und Gold. Und da war die Trauung. Da kamen dann die anderen Eltern, also Eltern meines Mannes. Und der hatte auch zwei Geschwister. Und dann auf Marken kriegte man auch schon was zu kaufen. Und dann hatte meine Mutter natürlich schlesisch gekocht. Die war Schlesierin. Klöße und Braten und ja, und vor allen Dingen Rotkohl, Schmorkohl, ja.